Entzündungen sind ein Problem für dich, dann könnte es sein, dass du zu wenig Omega-3 zu dir nimmst oder zu viel Omega-6 über die Nahrung aufnimmst. Was du dagegen tun kannst, ist Fisch oder Algenöl nehmen. Und heute in dieser Folge soll es um Algenöl gehen. Das ist eine natürlich vorkommende Omega-3-Quelle, die mittlerweile nachhaltig produziert werden kann. Und nach dieser Folge wirst du wissen, was Algenöl eigentlich ist, wie es hergestellt wird und wie du es am besten nutzen kannst, um gesundheitliche Vorteile daraus zu ziehen. Im Nachhinein weißt du dann, wieso Algenöl vielleicht das Fischöl der Zukunft sein könnte, wie du davon profitierst, was die besten Hersteller sind, mit denen wir zusammenarbeiten und wie du daran kommst und es richtig nutzt. Das Ganze ist eine Folge aus unserem Podcast. Abonniere den gerne, wenn du es noch nicht getan hast, und genauso abonniere gerne diesen YouTube-Channel, um weitere nützliche Informationen wie diese zu bekommen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge über Algenöl. Vielleicht kannst du ja mal kurz darauf eingehen, was Algenöl eigentlich ist und wie es hergestellt wird. Das mache ich auf jeden Fall. Algen hat man jetzt schon öfter mal mit drin. Wir hatten jetzt einen Podcast zuletzt über Chlorella, der kam sehr, sehr gut an. Chlorella ist ja im Prinzip auch eine Mikroalge, die hauptsächlich für Kapseln genutzt wird und für eine Entgiftung und eine proteinreiche Ernährung. Dann gibt es noch Spirulina, Wakame-Alge als Jod- und Selenlieferant. Und wir wollen heute die Alge mal als Omega-3-Lieferant in den Mittelpunkt rücken. Und das wird auch zunehmend beliebter. Also wir haben, viele Hörer wissen das, was wir mit Norsan zusammenarbeiten. Auch da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass die Algenöle immer mehr bestellt werden, immer mehr in den Vordergrund rücken, einfach aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir haben immer mehr Menschen, die sich vegan ernähren. Ja, ist einfach eine super interessante Sache und wir werden das heute mal in den Mittelpunkt rücken. Und im Prinzip ist, also Algen haben auch die Fähigkeit, Fettsäuren herzustellen und zu bilden. Und unter anderem auch die Maritimfettsäuren, auf die wir es ja hauptsächlich abgesehen haben, wenn wir über Omega-3-Fettsäuren reden. Also hauptsächlich EPA und DHA. Und das können wir aus Algen kultivieren. Und auch Fische bilden so hauptsächlich ihren Omega-3-Bedarf oder decken den dadurch, indem sie Mikroalgen essen. Und warum können wir dann nicht als Mensch direkt auch auf die Mikroalge drauf zugreifen? Das ist so der Hintergrund und relativ interessant. Und ja, eine gute Sache. Der Vorteil ist, dass die Herstellung mittlerweile relativ einfach ist, naturschonend, und wir es auch in Zukunft immer weiter ausbauen werden. Also gerade so, ja, wer jetzt in Vergangenheit in eine Algenfarm investiert hat, das war sicherlich eine gute Entscheidung. So Algenfarm und Insektenfarm, das ist so dass die Farm der Zukunft, die Landwirtschaft der Zukunft, weil es einfach noch viele Potenziale bietet. Und du hast mich gefragt, wie so ein Algenöl hergestellt wird. Da würde ich jetzt einfach mal so reingehen, was da so die wichtigsten Schritte sind. Da ist der erste Schritt, dass die Algen überhaupt erstmal kultiviert werden. Also Moritz, wie hieß denn nochmal die Meeresmikroalge, die dafür verwendet wird? Vielen Dank, der Schizochytrium. Sehr die gut. Die meisten genutzte Mikroalge. Perfekt. Hat diese immer Mikroalge Spaß, einen Podcast mit dir aufzunehmen. So muss das sein. Also diese Mikroalge, das Schizochytrium, wird verwendet, wird kultiviert, vor allem umweltschonend in nachhaltigen Behältern, in großen Behältern. Das sieht auch teilweise, wenn man so eine Farm mal sieht, das sind riesen Reagenzgläser, die da stehen. Und dort wird sie gezüchtet, also mit einem künstlichen Meerwasser. Die Algen werden da, wie gesagt, aufbereitet in dieser wässrigen Meerwasserumgebung. Und das sind relativ gut kontrollierbare Bedingungen. Und dort findet Fermentation statt. Und wenn der ganze Prozess durchgelaufen ist, wird das Produkt quasi schon verarbeitet. Das Rohprodukt wird in eine Zentrifuge gegeben, wird getrocknet und daraus wird dann das Algenöl extrahiert. Und es müssen keine weiteren Lösemittel oder irgendwas zum Einsatz gebracht werden. Also es ist relativ eine schonende Verarbeitung mit der Zentrifuge. Und danach kommt es nochmal zu so einer Veredelung des Algenöls. Es wird homogenisiert. Und bei guten Algenölen, also bei guten Herstellern, so wie eben auch Norsan das ist, werden immer noch Antioxidantien hinzugefügt. Also es ist häufig Rosmarinextrakt oder auch ein sehr gutes biologisches Olivenöl. Und dann wird das Ganze entweder in Kapseln oder bestenfalls in Fläschchen abgefüllt und kann dann quasi konsumiert werden. Und dann hat man ein sehr hochwertiges Naturprodukt, was unter guten Bedingungen hergestellt wurde. Ja, genau. Und durch die Verarbeitung wird dann das Öl im Prinzip auch für Menschen verfügbar.
Fische haben da, glaube ich, ein Enzym, was dafür zuständig ist, dass die einfach aus den Algen direkt die maritimen Fettsäuren EPA und DHA umformen können im Prinzip. Beim Menschen funktioniert das nicht, darum Algen direkt dann nicht so gut. Aber durch die Prozesse und Fermentation funktioniert das dann. Und dann können wir das Ganze auch nutzen. New. Ja, und dann im Endeffekt kommt dann das Algenöl raus. Am besten sollte man es dann auch ähnlich wie Fischöl eigentlich kühl lagern. Du hast gesagt, im Fläschchen, trocken und dunkel. Und dann kann man es auch schon benutzen. Hat auch ähnliche Vorteile wie das Omega-3, was man so aus Fischöl kriegt. Also es ist super gut für das Herz-Kreislauf-System, Herzgesundheit, weil die Arterie einfach schön geschmeidig bleiben, die Zellwände sich gut bewegen können, was durch Omega-3 einfach verbessert wird. Ja, und dadurch kann auch der Blutdruck sinken und die Gerinnungsfähigkeit verbessert sich und Entzündungen können reduziert werden. Das heißt, dadurch auch LDL-Cholesterin, Triglyceride fallen, das gute HDL-Cholesterin steigt. Alles das, was Ärzte eigentlich möchten, wenn sie sehen, dass jemand Bluthochdruck hat oder schlechte Blutfettwerte. Von daher, Algenöl-Supplementation lohnt sich auf jeden Fall, genauso wie Omega-3-Supplementation, was das angeht. Genau, reduziert Entzündung. Es gibt einfach durch unsere Ernährung, nehmen wir zu viele Omega-6-Fettsäuren auf, die sorgen dafür, dass eher Entzündungen entstehen, beziehungsweise Entzündungsmarker, die dann auch für Entzündung sorgen. Omega-3 wirkt dem Ganzen entgegen und ja, dadurch geht es uns auch ein bisschen besser. Der Körper hat nicht ganz so viel damit zu tun, dagegen zu arbeiten und es kann auch den Darm verbessern oder gegen Arthritis wirken. Dann ist es gut fürs Gehirn. Vorteil von Algenöl, da gehen wir auch später bei der Zusammensetzung noch mehr drauf ein, ist, dass einfach viel mehr DHA enthalten ist. Das heißt Docosahexaensäure. Und die wird vor allem im Gehirn genutzt, um da Nervenstrukturen aufzubauen, alles gesund zu halten. Das heißt, durch das höhere DHA auch verbesserte Hirnleistung, mehr Konzentration, mehr Fokus, mehr Merkfähigkeit. Und ja, könnte auch sein, dass es bei Alzheimer-Patienten oder Parkinson-Patienten die Symptome verbessert, da wirklich fürs Gehirn eine super Sache ist Algenöl. Auch noch besser als das Fischöl im Vergleich. Für die Augen genauso das DHA wichtig für die Sehzellen. Und ja, wir verbringen immer mehr Zeit vor Bildschirmen mit Blaulicht in geschlossenen Räumen. Von daher da auch super, um die Augen gesund zu halten, vorzubeugen, vielleicht irgendwann doch mal eine stärkere Brille zu brauchen. Und ja, gerade auch im Alter super wichtig, da Algenöl oder Fischöl zu verwenden. Wie gesagt, mehr DHA im Algenöl, darum da noch besser. Und fürs Immunsystem, Omega-3-Fettsäuren an sich wichtig. Schutzfunktion wird stärker jetzt, gerade in der Erkältungszeit. Auch wird es einem vielleicht nochmal schneller bewusst, wie wichtig das ist. Und auch gegen Autoimmunerkrankungen kann es dazu beitragen, dass es besser ist. Reduziert auch einfach reaktive Oxidantien, also Rost, und wirkt dagegen, deshalb auch gegen Entzündungen gut und besser fürs Immunsystem. Kann auch eine gesunde Schwangerschaft unterstützen. Das heißt, Omega-3-Fettsäuren an sich werden schon lange empfohlen, um einfach die Entwicklung des Babys dann voranzutreiben. Und genau, also auch für angehende Mütter oder Mütter super wichtig, da genug mit versorgt zu sein. Gerne mal nachtesten, auch mit einem Bluttest kann man das ganz gut machen und im Zweifelsfall damit Fischöl ergänzen oder mit Algenöl. Vorteil halt auch von Algenöl, dass da weniger Schadstoffe auf jeden Fall drin sind, was Quecksilber, Schwermetalle angeht, was bei Fisch der Fall sein könnte, wenn man einfach mehr Fisch isst dann. Von daher Algenöl wirklich eine super Alternative, um auch für die Entwicklung des Kindes sicher zu sein, dass da nicht so viel Abfallstoffe und Schwermetalle noch mit bei sind. Ja, finde ich auch wichtig, aber gerade auch nochmal der letzte Satz. Selbst bei Fischölen besteht ja immer ein Restrisiko, kommt ja immer darauf an, von welcher Quelle man das bezieht. Und bei Algenöl ist es einfach nochmal eine Nummer sicherer, dass man weniger Schwermetalle und Toxine damit drin hat. Von daher, gerade in der Schwangerschaft, super wichtig. Ja, vielleicht willst du das dann mal schlussendlich vergleichen. So Fischöl, Algenöl, ein paar Sachen sind jetzt nochmal klar geworden gerade, aber dass du es nochmal so zusammenfasst. Ja, es gibt so ein paar Argumente, warum Leute sich entweder für Algenöl oder für Fischöl entscheiden. Da spielen jetzt einerseits Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle, dann die Schadstoffthemen oder auch einfach finanzielle Gründe, die da dahinter stehen.
Zum Thema Nachhaltigkeit ist es halt so, wenn wir eben Fische verwenden, hinterlassen wir immer einen Abdruck in unseren Weltmeeren. Und ja, man sagt ja immer mehr, dass es kaum mehr möglich ist, überhaupt nachhaltig Fische überhaupt zu züchten. Und gerade so, ja, gerade die Massenfischerei ist ja so das maritime Äquivalent zur Massentierhaltung an Land. Und wer da einfach keine Lust drauf hat, das Ganze nicht mit fördern will und auch daran glaubt, dass es nicht wirklich nachhaltigen Fischgang gibt, der ist damit Algenöl einfach besser bedient, hat dort eine bessere Quelle, einfach aus ethischer Sicht, aus ökologischer und nachhaltiger Sicht. Für mich auch vollkommen nachvollziehbar und auch eine gute Sache. Und was wir auch schon gesagt haben, Fische haben potenziell einen höheren Gehalt an Schadstoffen und nicht jeder Hersteller hat die besten Verfahren, alles zu extrahieren. Da kommt es immer darauf an, woher jeder so sein Fischöl, wenn er den Fischöl nimmt, bezieht. Bleibt immer ein Restrisiko und in Fischen finden wir eben Toxine wie Quecksilber, Dioxine und PCBs. Und ja, bei guten Fischölen wird das so gut wie möglich reduziert, indem man einfach junge Fische verwendet und verschiedene Extraktionsverfahren hat. Aber bei Algen hat man überhaupt diese Umgebung erstmal gar nicht. Und deshalb ist der Gehalt an Schwermetallen und Toxin deutlich reduzierter und auch beeinflussbarer, dadurch, dass es einfach ein stark überwachtes Endprodukt, sage ich mal, ist. Ne? Ja. Jo, und der dritte Vorteil, den hast du jetzt auch schon genannt, der ist auch interessant, wenn man sich mal so die Zusammensetzung anguckt, des Fettsäureprofils von einem Omega-3-Fischöl und einem Omega-3-Veganöl, also ein Algenöl, dann sieht man auch, dass der DHA-Gehalt im Algenöl deutlich höher ist. Ne? Wir hatten hier mal so eine Vergleichsgröße auf eine Tagesportion. Wir haben hier mal die Norsan-Produkte verglichen, das Omega-3-Total und das Omega-3-Vegan-Algenöl. Und da hat man pro Tagesportion 600 Milligramm mehr DHA, was schon eine relativ hohe Menge ist, hat aber auch im Vergleich dazu weniger EPA. Und da muss man einfach schauen, jeder, was ist so seine Priorität. Das ist auch der Grund, warum ja, wir das immer mal wechseln, weil beides natürlich seine Vorteile bietet. Ein gutes Fischöl mit mehr EPA und ein gutes Algenöl mit mehr DHA. Und so grundsätzlich, EPA ist ja eher dazu da, um Entzündungen zu reduzieren im Körper. Gerade wer Autoimmunerkrankungen hat oder ja, chronische entzündliche Erkrankungen, der kann davon mehr profitieren. Und DHA, gerade wer ja, Demenz vorbeugen möchte, wer das Gehirn unterstützen will, wer ja, in Schwangerschaft sich befindet, der könnte dann eher auf ein Algenöl zurückgreifen, wenn er ja, auf so eine Begründung damit achten will. Und der vierte Punkt, den hatte ich vorhin erwähnt, das sind dann die Kosten. Das Algenöl ist einerseits ein bisschen niedriger dosiert, also von der Flaschenmenge meistens, und kostet auch ein kleines bisschen mehr. Dafür ist die Tagesportion auch geringer, die man braucht. Also eine Tagesportion Algenöl sind 5 Milliliter, eine Tagesportion ungefähr 8 Milliliter. Einfach schon 8 Milliliter, genau. Ja, ich denke mal, es könnte sich in Zukunft auch noch ändern, wenn einfach mehr Hersteller auf Algenöl aufspringen, dass sich das nochmal ändert am Markt. Und vielleicht nochmal ganz interessant, Nebenwirkungen sind eigentlich auch nicht zu erwarten bei Algenöl. Es kann zu einer Thrombozyten-Aggregationshemmung kommen, wenn man zu viel davon aufnimmt. Das heißt, wenn man eh schon Blutverdünner nimmt, ist vielleicht nicht ganz so gut, weil einfach das Blut ein bisschen flüssiger wird dann oder nicht ganz so schnell schließt oder sich zusammen oder Wunden einfach langsamer sich schließen. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine Nebenwirkungen. Und von der Dosierung her empfiehlt die DGE so 300 bis 400 Milligramm EPA und DHA am Tag. Das wäre so absolutes Minimum. Wir sind da eher so bei 1 bis 2 Gramm, um wirklich alle Vorteile zu bekommen. Ist dann eine gute Portion von dem Öl. Von Norsan zum Beispiel wären das 5 Milliliter. Und dann ist man da auch bestens versorgt. Kann man auch ganz einfach auf einen Salat machen. Man kann es auch so einfach trinken. Ja. Von daher relativ einfach auch in der Anwendung. Ja, echt coole Produkte auch. Also ist ein Nahrungsergänzungsmittel, aber super natürlich und schmeckt auch gut. Also ich finde es auch über einen Salat echt gut. Im Müsli kann man es nutzen. Und wie gesagt, wer schon Norsan-Produkte nutzt, die Fischöle, da nimmt man ja immer so einen Esslöffel. Und bei Algenöl einfach aufpassen, dann nimmt man dann einen Teelöffel oder anderthalb Teelöffel, dann reicht das auch lang. Wer da seinen gewohnten Esslöffel nimmt, dann ist das relativ flott alle. Da wäre die Dosierung einfach ein bisschen zu hoch. Nur da ein bisschen aufpassen. Ja, genau. Möchtest du noch einen Abschluss sagen an den Hörer, der da zuhört?
Algen sind gut und werden uns in Zukunft noch weiter begleiten. Das war das Schlusswort. Das ist schön gesagt. Investiert in Algenfarmen. Das ist halt, glaube ich, auch eine nachhaltigere Methode, als die ganze Zeit auf Fischöl zu setzen. Von der Qualität her wahrscheinlich auch besser überprüfbar. Und von daher macht es schon Sinn für mich, dass da langfristig auch der Weg Richtung Algenöl geht. Ja, den Artikel dazu verlinken wir wieder in den Shownotes, ne, Moritz? Genau, der kommt in die Shownotes und dann kannst du als Hörer dir das gerne nochmal durchlesen. Alles, was du möchtest, auch ein paar verlinkte Artikel dazu noch, um da tiefer einzusteigen zu Fischöl, zu Omega 3. Da steht noch ein bisschen mehr dazu. Und damit dir noch einen schönen Tag, Martin, und dir als Hörer. Und dann hören wir uns bald wieder. Schönen Tag für alle. Tschüss.